Liebe Freunde, Promi-Geflüster bei immer wieder sonntags. Und ich kann euch versprechen, der Sommer wird der Hit. Nicht alleine hier wegen meinem heutigen Interviewgast, denn er ist Anwärter Sommerhitkönig und der Sommer wird ein Hit, oder? Ja, also mit immer wieder sonntags, sagt er der Stefan ganz oft, wird der Sommer ein Hit. Und mal sehen, ich gebe mein Bestmögliches dazu, dass der Sommer ein Hit wird oder werden kann. Ja. Wir haben jetzt heute die dritte Sendung gehabt und dazu darf man dir wieder gratulieren. Wieder eine Runde weiter. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielen herzlichen Dank und auch danke an alle Zuschauer, Zuhörer, wie dem auch sei. Ach, wo sind wir denn jetzt? Das ist jetzt deine da, genau. Okay. Zuschauer ist korrekt. Okay, alles klar. Also vielen herzlichen Dank an alle Promi-Geflüster-Zuschauer fürs Daumendrücken. Und jetzt geht die Reise doch nochmal weiter. Vielen herzlichen Dank. Jan Schrödel, so heißt er, kommt woher? Ich glaube aus dem Hessischen, wenn ich es jetzt richtig schon mitbekommen habe. Genau, aus dem hessischen Braunfels. Mhm. Ein kleiner Ortsteil, Altenkirchen heißt der kleine Ort und da bin ich her, ja. Was ist nächstgrößere? Braunfels wäre das nächstgrößere oder für viele Wetzlar am Begriff, das ist nicht so weit weg. Das sind dann auch 10 Minuten, Viertelstunde. Okay, ja, nee, das kennt man dann doch schon eher, genau. Ja, Sommerhitkönig, hier der Anwärter. Wie lange machst du schon Musik oder ist das jetzt so deine erste große Chance sozusagen? Es ist schon eine große Chance. Musik mache ich semi-professionell seit 2005. Hab dann mal angefangen auf einem Altstadtfest zu spielen und das hat sich dann immer so ergeben, das hat dann Spaß gemacht und immer weiter. Und seit 1997, ich gehe jetzt einfach mal den Werdegang rückwärts, 97 mein erstes Instrument war Schlagzeug und dann ist man damit so reingewachsen, mal auf dem einen oder anderen Geburtstag und bis heute halt jetzt mit dieser einzigartigen Chance, ja. Ja, mit dem Schlagzeug irgendwo bei einem Geburtstag spielen alleine, das stelle ich mir schon ein bisschen schwer vor, oder? Ja, auch da war der Hauptschwerpunkt eher das Gesangliche, aber da ist mein Onkel, kann ich mich erinnern, dann schon spät abends mal hingegangen, wenn du noch dabei warst und hat dann die Töpfe aus der Küche geholt, zwei Kochlöffel in die Hand und schon war das Schlagzeug bereit. Okay. Aber jetzt steht doch mehr der Gesang im Vordergrund, oder? Jetzt steht viel mehr der Gesang im Vordergrund, genau. Schlagzeugspieler zu Hause habe ich ein echtes Schlagzeug, wo ich ab und zu noch mal selber für mich spiele, aber der Gesang steht auch jetzt schon im Vordergrund. Oder zur Not die Kochtöpfe wieder herholen, oder? Oder zur Not die Kochtöpfe rausholen, genau. Sehr gut. Ja, jetzt bist du ja hier bei immer wieder sonntags mit dem Produzenten Benny Zibret zusammen. Wie kam die Zusammenarbeit? Ja, ich habe lange nach Möglichkeiten gesucht, mich weiterzuentwickeln und habe gegoogelt, wie man das heute so macht. Bin dann auf den Benny gestoßen. Und wir haben uns verabredet, telefoniert, ein schönes Gespräch gemeinsam geführt und so ist das Ganze dann entstanden, dass wir dann heute hier sitzen mit dem Titel Dieser Sommer wird ein Hit. Genau, der Sommer wird ein Hit und jetzt die Frage natürlich an dich, bist du jetzt dann so eher ein Sommermensch oder ein Wintermensch? Also es stimmt tatsächlich, dass ich wirklich ein Sommermensch bin. Im Winter ist es zwar auch schön, der Winter hat viele schöne Seiten, aber es ist mir doch zu kalt, also ich liege denn doch lieber in der Sonne und trinke dann etwas schön Kaltes dazu, Sonne auf die Straßen, also viel schöner. Der Sommer ist einfach der Hit. Genau, also da stimme ich dir auf alle Fälle auch zu, ganz klar. Und jetzt natürlich immer wieder sonntags geht es natürlich nächste Woche nicht weiter sozusagen. Also wir haben jetzt am 9. Juni Pause. Die Zeit, wie wirst du überbrücken? Ja, zunächst mal Sonne tanken, wenn wir da schon dabei sind gerade, auf jeden Fall Sonne tanken, viel Ruhe und ganz wichtig bei dem Wetter viel trinken, Wasser. Pfingsten vielleicht mal spazieren gehen, mal ein bisschen abschalten, ich wandere sehr gerne, bin da in der Natur gerne unterwegs und so werde ich die nächsten Tage erstmal überbrücken. Und dann wieder fit zu sein für immer wieder sonntags in 2 Wochen. Genau. mit euch, hoffe ich. unbedingt. Das wird bestimmt wieder der nächste Hit sozusagen. Ne? Wieder viel abstimmen, genau, da machen wir dann wieder ordentlich Werbung für dich. Ja, so, und wenn ich jetzt so ein bisschen in deine Augen schaue, die sind ja auch faszinierend. Was ist denn das? Augenfarbe, so ein schöner blauer Ring außenrum. Ich würde sagen Türkis. Ja, ja. Also wenn die Kamera, ich weiß nicht, ob die mal so weit rankommt. Da könnt ihr doch selber mal entscheiden. Sieht man das noch gut? Ja, dann gehe ich ein bisschen wieder zurück, so dass es scharfer wird. Ja, das war's. Ja. Okay, gut. Also,
nächstes Mal tief in die Augen schauen bei ihm dann. Also die sind wirklich für die Mädels vor allen Dingen, ne? Kleiner Tipp, genau. Gibt's auch jemand schon an deiner Seite oder bist du noch zu haben? Ich bin vergeben, das ist wirklich wahr. Ja, und dem Rest lasse ich dann einfach mal, was die Augenfarbe betrifft, euch entscheiden. Also gebt mir die Augenfarbe, die ihr wollt. Ne? Das ist schon okay. So, und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen auf den Zeitgeist eingehen, sozusagen, modern und so weiter, Social Media. Wo bist du anzutreffen? Mich gibt es auf Instagram, mich gibt es auf Facebook. Mich gibt es auch im Internet mit einer Internetseite und mich gibt es auch auf Twitter, wobei Twitter ein bisschen eingeschlafen ist, aber Social Media mäßig ist Instagram und Facebook immer bewertet von uns. Okay. Jan Schrödel ist also überall präsent, so wie es gehört. So wie es gehört. Das, man geht ja mit der Zeit. Und, ne? Und Markenzeichen sind jetzt hier für immer wieder sonntags und für den Sommer die roten Hosenträger. Haben die was Besonderes auf sich? Ja, wir haben lange nach einem Outfit gesucht, was passt zu mir. Und wir sind dann relativ spät noch auf die roten Hosenträger gestoßen. Aber ich fühle mich damit auch sehr, sehr wohl. Und wer weiß, vielleicht wird es ein Markenzeichen. Musik steht und fällt mit den Menschen, also mit euch. Und was ihr daraus macht, ja, aber ich ziehe sie immer gerne an, na klar. Klar, also fällt auf alle Fälle auf, bleibt im Gedächtnis und denke ich mal, somit hast du nächstes Mal bestimmt wieder deine Fans auf deiner Seite. Das wäre schön, ganz, ganz schön. Und wenn es dann nochmal so ist, dann machen wir nächstes Mal auf alle Fälle noch eine kleine Europapark-Tour, oder? Gerne, gerne, gerne. Schon ein Park ein bisschen erkundet? Ja, jetzt beim ersten Mal, wo ich da sein durfte und jetzt gestern auch schon nach der Probe nochmal im Park gewesen, ein bisschen, aber dann auch mehr zum Genießen und jetzt keine Achterbahnfahrten oder so. danke für das Angebot, nehme ich sehr gerne an, mit Promi-Geflüster mal durch den Europapark zu gehen. Ja, organisieren wir doch ein bisschen was. In diesem Sinne würde ich sagen, dir toi toi toi, alles Gute. Eine Frage noch, Album steht irgendwann auch an? Ein Album steht auch an, da sind wir noch am Arbeiten dran. Momentan gibt es meine Single, dieser Sommer wird der Hit, auf allen bekannten Downloadportalen. Das heißt, ihr könnt sie euch fleißig runterladen und mal schauen, wann es soweit ist mit dem Album. Wir arbeiten fleißig dran und wenn es da was zu verkünden gibt, dann lassen wir es euch natürlich als erstes wissen. Genau, und ich denke mal, so jetzt ab dem 1. Juni-Wochenende scheint der Hit, der Sommer, zu kommen. Ja, passend zum Halbjahreswechsel, kann man so sagen, oder? Mal haben wir das halbe Jahr schon rum. Jetzt kann der Sommer so richtig losgehen. Genau. Passenden Titel haben wir auch. Und freue mich, dass ich bei euch sein durfte, hier bei Promi-Geflüster. Alles Gute dir, komm gut heim und Dankeschön. Wir sehen uns. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.